Den Nationalfeiertag beging das offizielle Deutsch-Wagramm mit den Stadtgesprächen auf dem Areal des Bauhofes. Wie bei allen feierlichen Anlässen in der Stadtgemeinde dürfte natürlich das BLO der Musikschule Deutsch-Wagramm nicht fehlen. Neben eines Rückblickes auf das vergangene Jahr und Gedanken zum Nationalfeiertag durch die Bürgermeisterin gab es auch Fahrzeugwein und im Anschluss ein gemütliches Beisammensein bei Speis und Trank. Später hat man diesen Feiertag mit allen anderen Feiertagen gleichgezogen und gilt dieser Tag als arbeitsfreier Tag. An diesem Tag beschloss der österreichische Nationalrat die immerwährende Neutralität Österreichs. So, das war ein kurzer Ausflug in die Geschichte. Ich schütze alle vor Unglück und Schaden, die sie im Beruf benützen. Gibt es, wir im Straßenverkehr allzeit verantwortungsbewusst bleiben, mach uns rücksichtsvoll und hilfsbereit. Lass uns in allem, was wir tun, deine Zeugen sein. Das gewähre uns durch Christus, unseren Herrn. Amen. Ja, alle Jahre wieder ist nicht nur der Nationalfeiertag, sondern auch die Stadtgespräche. Heute mit ganz schön vielen Themen. Ja, wir haben sehr viele Themen, sind auch sehr viele Projekte fertiggestellt worden. Bin ich sehr froh drüber, Gott sei Dank. Es hat gut funktioniert und ich glaube, wir können alles einhalten, was wir versprochen haben. Der Kindergarten ist pünktlich in Betrieb gegangen, genauso wie die Brücke pünktlich aufgehen wird. In dem Zusammenhang möchte ich natürlich auch auf unsere beiden neuen Kassenärztinnen hinweisen. Einerseits die Frau Dr. Pia Schlederer. Sie hat ihre Ordination in der Allee, in der Friedhofallee. Und dann weiters die Frau Dr. Anna Geider. Sie hat ihre Ordination heuer eröffnet, auf der Hauptstraße neben der Engelapotheke. Beides zwei ganz liebe Damen. Jetzt kann man sagen, das ist einmal ganz eine andere Art von Nationalfeiertagsfeier. Ja, das stimmt. Früher war es ja ein Stadtrundgang, aber ich wollte das gerne ändern. Weil die Örtlichkeiten, die man besuchen müsste, einfach doch sehr weit auseinander liegen. Und deshalb habe ich mir gedacht, es ist die bessere Variante, das hier am Bauhof zu machen und das Stadtgespräch zu nennen und so Informationen transportieren zu können. Dann darf ich noch erwähnen, das Projekt Junges Wohnen in der Malbergasse 14. Es wurde schon begonnen vom Bürgermeister Außerdienst Fritz Birks. Heuer wurde es fertiggestellt. Wir haben hier gemeinsam mit dem Land Niederösterreich 34 Wohnungen etabliert. Dann ist Ihnen sicher aufgefallen, dass wir neue E-Ladestationen haben, und zwar am Bahnhof Helmerhof und bei der Eduard-Bauernfeld-Gasse. Die werden jetzt demnächst fertig. Ich hoffe, dass sie auch gut genutzt werden. Ich glaube, es ist auch schon Tradition, dass immer wieder Fahrzeuge dann geweiht werden. Das heißt erstens einmal, dass die Gemeinde immer wieder Fahrzeuge ankauft, aber natürlich auch, dass sie geweiht werden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, das lassen wir natürlich immer gerne geschehen. Das ist mir sehr wichtig. Ja. Und ein bisschen was können wir ja doch noch leisten, ein bisschen was können wir doch noch unterstützen, den Bauhof, und das machen wir natürlich. Und das war immer eine wichtige Sache, weil einfach erstens abgesehen davon der Müllabfuhr, aber auch andere Dinge gehören halt in der Stadt erledigt. Ganz genau, wir haben eine eigene Müllabfuhr, so wie wir eine eigene Bestattung haben. Und das gehört natürlich auch gepflegt, gefördert, und es braucht natürlich auch die passenden Gerätschaften. Wunderbar, und wie alle Jahre auch die Musik wieder dabei, also es ist eine rundumme Sache, und jetzt geht es dann ans gute Essen. Ja genau, die haben wieder ein paar Kleinigkeiten für uns vorbereitet, es gibt wieder was zum Essen und zum Trinken. Ja, und das Blasmusikorchester der Musikschule Deutsch-Wagramm unter der Leitung von Charlie Rosenmeier
darf da natürlich nicht fehlen. Der Obmann ist der Manfred Groß. Die sind immer sehr tough und machen gute Veranstaltungen. Ich noch ein Thema ansprechen, auch das haben wir hier plakatiert, und zwar unsere Jugendarbeit 07. Das ist ein weiterer wichtiger Punkt, das Engagement für unsere Jugendlichen. Wir brauchen natürlich sinnvolle Freizeitgestaltungen für unsere jungen Menschen, und deshalb gibt es diese Initiative, und die Damen und Herren der Jugendarbeit haben schöne Projekte gefahren über den Sommer. Es geht um die Danksagung an die freiwilligen Helfer. Sie wissen, dass wir heuer mehrere Krisen hatten. Wir hatten allein hier in Deutsch-Wagram und in Engersdorf mit 2 Dammbrüchen zu tun. Es gab den Großbrand in Gensandorf. Das waren innerhalb von ganz kurzen Zeitabschnitten sehr herausfordernde Momente. Sehr viele haben da geholfen. Viele haben die Herren von der Feuerwehr, von den Einsatzorganisationen bekocht. Es hat immer jemand dafür gesorgt, dass sie gut unterstützt werden. In diesem Sinn möchte ich mich noch einmal ganz besonders herzlich bei den Bauhofmitarbeitern bedanken, die da am Sonntag hereingekommen sind und Sandsäcke gefüllt haben. Das ist wirklich bewundernswert, und ich möchte noch einmal dafür Danke sagen. Ich hatte natürlich Helfer. Unsere neue Bezirkshauptfrau, Frau Magister Claudia Pfeiler-Blach, hat mich sehr unterstützt. Sie war ganz frisch im Amt im Juni, als das erste Hochwasser, gegeben hat. Und der Bezirksfeuerwehrkommandant, Ingenieur Georg Schicker, hat mich auch immer unterstützt. Man hat hier sehr eng zusammenarbeiten können in beiden Krisensituationen. Und ich habe auch geschafft, gemeinsam mit den beiden, dass wir früher als alle anderen Gemeinden zur Katastrophe erklärt wurden, im zweiten Fall im September. Das war jetzt ein wichtiger Punkt. Da geht es auch um Kostentragung, und die zwei haben mich sehr unterstützt. Und das muss auch einmal gesagt werden, auch wenn sie nicht da sind. Sie müssen das unbedingt hören. An die zwei geht ein großes Danke, aber das größte Dankeschön gilt natürlich unseren Florianis. Die sind heute entschuldigt, weil gestern haben wir ein Dankesfest für sie gegeben aus Anlass dieser Katastrophen, und weil sie einfach Tag und Nacht für uns bereitgestanden sind und uns beschützt haben. Und ja, die dürfen heute nur kurz aussetzen und zu Hause bleiben. Ja. Thank you.